זה מדהים, אנחנו נפגשים שוב פעם, נפגשנו במינכן לפני שנה. You will not believe who I met here, this is kind of crazy. I met an Israeli Jew. אני לא פוחדת שאנחנו עם גרמנים ימניים, אולי הם יהרגו אותנו. חיפשנו נאצים, עכשיו אנחנו פה, לא מצאנו נאצי שם, אבל מסתבר ש... הם הסתירו שהם נאצים כדי להביא יהודים בתוכם. ועכשיו אנחנו הולכים לצוד את הנאצים היהודים. יש פה כאלה, מה את חושבת? נראה לי שכן. You are Nazi Jews. How exactly does that work? I've never been called a Nazi Jew before, but it's an interesting expression. Well, it would be strange because my dad barely escaped alive from a burning synagogue. In And I tell people, you're talking to a Jewish, a German person whose father lost more than 50 people in Nazi death camps. Should be a little bit more intelligent. Not to talk such nonsense. We met last year at the Munich Beer Hall, and your event seemed to attract many Jews to become Nazis. What do you think about that? Are you happy that Jews are now Nazis? Well, you see, I'm a refugee from Czechoslovakia, and since I joined the AFD, I am a Nazi, you know. And now we are experiencing that also Jews who are joining the AFD, they are all Nazis, so we are all Nazis. It's amazing, the Nazis underwent a makeover, a huge makeover. Well... Good job. Good job, yeah, you see. The best Nazis will be those guys here with the kippah now. Wie konnte mir das nur passieren? Ganz einfach, die AfD ist die pro-israelische Partei und die pro-jüdische Partei in Deutschland. So ist es passiert. Mit einer Camouflage-Kippa. Meod meanien, Elena. Mistaber, שהנאצים הם עברו תהליך, הם הביאו יהודים כדי לשפר את האימג' שלהם. אפילו דיברתי עם כמה גייז. גייז? כן. גייז זה עוד בסדר, אבל ראית את זה שחור אחד? היה שחור? ממש. לא נכון. לא נכון. נכון. וואו. צריך לחפש אותו. Das ist unglaublich. Du bist eine schwarze Nazi. In ja. Den AfD. Genau, das war sehr einfach. Ich habe, als ich 12 Jahre alt war, zum ersten Mal Mein Kampf gelesen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wie Sie sich denken können, bin ich natürlich kein Nazi. Wir sind sehr, sehr, ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viele Menschen bei uns in der Partei, die aus verschiedenen Religionen kommen, aus verschiedenen Religionen, aber auch verschiedene ethnischen Hintergrund haben. Einer meiner besten Freunde, denn... Wie fühlst du dich, dass es gibt auch Juden in der Nazi-Partei? Das ist... Oh ja, also einer meiner besten Freunde in der Partei, der ist Jude, der ist russischer Jude. Du hast Juden besten Freundin? Wow, du bist antisemitisch. Ja, also ja, genau, ich bin antisemitisch, weil ich einen jüdischen besten Freund habe in der Partei. Wir können, das ist ja das Lustige. Egal, was wir sagen oder was wir machen, ne, wir sind trotzdem immer noch die Nazis oder trotzdem immer noch die Rassisten. Eine Zeitung hat mal über mich tatsächlich geschrieben, dass ich ein Neonazi bin. Also nur mal für die Leute, die das nicht ganz so verstehen, wie die Presse in Deutschland mit den Leuten umgeht. Sobald man in der Partei ist, ist man entweder ein Nazi oder ein Rassist. Ganz gleich, ob man schwarz ist oder ein Jude ist. Schwarze Rassisten sind eigentlich sehr selten. Also Rassismus gegen Ausländer, das sieht man von denen eigentlich recht selten. Und Antisemitismus von Juden sieht man auch sehr selten. Aber das ist der Presse egal, weil, hey, it's 2018, we don't give a shit about facts.